Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und bevor ihr, genauso wie ich, fast verzweifelt am Multiroom-Setup, möchte ich euch das ganz kurz zeigen. Ich wollte letztens Mixed Reality-Aufnahme machen und bin fast dran gescheitert, dieses Multiroom einzustellen. Ich habe jetzt hier nicht viele Möglichkeiten. Ich habe hier den Raum und dann geht es in den kleinen Flur und dann ins Treppenhaus. Das sehen wir aber gleich. Als allererstes gehen wir erstmal in die Einstellungen rein. Gehen hier auf diesen Button, Schnelleinstellungen sind das. Dann haben wir hier Einstellungen und dann gehen wir einmal auf physischer Raum. Und dann haben wir hier neue Begrenzung erstellen. Wir machen aber jetzt mal Begrenzungsverlauf entfernen. Also ich lösche meinen kompletten Raum hier und ja, jetzt ist er scheinbar weg. Und dann gehen wir wieder hin und sagen neue Begrenzung erstellen. So, jetzt sind wir im Menü Begrenzung für Room Scale und jetzt wird alles gescannt erstmal. Jetzt scannt er hier den Boden und jetzt können wir einfach nach später sagen, entweder er macht automatisch diese Markierung, wo wir spielen können, oder aber eigene Begrenzung. Ich laufe jetzt erstmal rum hier ganz kurz. Lass ihn mal kurz hier scannen. So, jetzt sind wir hier im Treppenhaus. Hier, man beachte das Katzenklo. So, das reicht jetzt erstmal. Ich gehe jetzt hier mal rein. So, jetzt gehe ich einfach weiter. Bei Bedarf anpassen. So, das haben wir dann. Und dann gehen wir auf Raum einrichten. Raum einrichten. Weiter. So, und jetzt müssen wir den kompletten Raum scannen. Und ihr seht, es tun sich überall diese Kacheln auf. Und da, wo die Kacheln sind, wurde gescannt. Und ihr könnt wirklich alles scannen, was ihr in der Wohnung habt. Hier erkennt ihr auch jetzt den Tisch, die Oberfläche, wie ihr seht. Und wenn man Mixed Reality Aufnahmen dann macht oder halt Aufnahmen Spiele macht, dann kann man auf solchen Gegenständen dann auch was ablegen. Man muss natürlich dann nur nachher sagen, dass es ein Tisch ist und so weiter und so fort. Er meckert jetzt oder er sagt uns Bescheid, dein Scan ist einsatzbereit, wir sind aber noch nicht fertig. So, ihr könnt eigentlich überall mal hingucken. Das Ganze dauert natürlich auch ein wenig. Aber desto genauer ihr das macht, desto besser ist natürlich das Ergebnis auch. Das ist auch klar. Und lasst euch nicht beeinflussen von dem, der Scan ist fertig. Schaut, dass ihr wirklich alles so ein bisschen abgescannt habt. Ihr seht, da sind mal ein bisschen Probleme mit der Höhe. Die erkennt ihr noch nicht so richtig. Da guckt man so ein bisschen länger drauf und ja, dann hat er das auch schon drin. Guckt, wie schön er auch diese Tiefe erkennt von der Tür da hinten. So, jetzt sind wir hier an dem Zwischenraum. Hier sind einfach nur ein paar Schuhschränke. Also da gucke ich jetzt auch mal ein bisschen hoch. Aber da nehmen wir auch nicht alles mit. So genau muss es jetzt nicht sein. Also, da könnte man jetzt hintergucken, aber das brauchen wir jetzt auch nicht ganz unbedingt. Die Tür lasse ich dann eh auf, wenn ich hier Mixed Reality mache. Also, da ist noch was ungescannt, wie ich sehe. So. Könnte natürlich jetzt auch noch höher gehen, genauer gucken, aber das lassen wir jetzt erstmal. Ich scanne jetzt einfach hier mal den ganzen Kram so ein bisschen, damit wir nachher schön Mixed Reality Aufnahmen machen können. Wenn ihr da irgendwelche besonderen Spiele habt, die ihr gerne mal sehen möchtet in Mixed Reality, schreibt es einfach gerne unter die Kommentare. Dann teste ich das gerne für euch. So, jetzt nochmal kurz die Decke hier ein bisschen scannen. Das lasse ich aber jetzt hier auch. So. So, die Decke nochmal hier.
damit er auch die passende Höhe hat. Da oben vielleicht nochmal ein bisschen rein scannen. Genau, auch super schön, wie er das Gitter hier darüber legt. Also er kennt richtig viel. Die Scan-Methode ist schon sehr, sehr ausgefeilt, finde ich. Es gibt natürlich auch Leute, die sind da gar nicht für, wenn man seine Wohnung scannt. Hier ist es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das kann ruhig jeder sehen. So, jetzt gehen wir hier einmal auf Weiter. Weil wir haben jetzt alles gescannt und mein Problem war immer, dass ich ja jetzt nur diesen Raum hier hatte. Und das war mein Problem. Immer wenn ich dann rausgehen wollte, hat er gesagt, nein, ist vorbei. Du bist außerhalb des Spielbereichs. Und da geht man einfach hin, drückt einmal auf die Wand mit einem Trigger und löscht die einfach. So, das ist jetzt ganz wichtig. Wir können jetzt neue Wände ziehen. Das kann man hier machen. Aber ich bin hier schon echt mega fast am Limit. Ich muss ein bisschen tricksen, damit ich die ganzen Wände einziehe, weil die sind begrenzt. Man kann nur eine begrenzte Anzahl an Wänden speichern. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Es ist ein bisschen nervig, weil wenn ich jetzt, sag ich mal, oben in meiner Wohnung scannen würde, würde gar nicht gehen, weil da sind viel zu viele Ecken und Kanten und sonst was, wenn man das haargenau einscannen will. So, ich mache jetzt einfach hier Wände einfügen und dann kann man hingehen und drückt hier dann oben auf den Punkt und ihr seht, ich habe jetzt hier eine Wand. Ihr könnt auch den Trigger dann loslassen und die ziehe ich jetzt mal hier bis zum Punkt. Na, nicht weg. So, ich gucke jetzt mal da unten hin, dass es so passt. So, dann haben wir natürlich auch diese Ecke hier. So. So. Und wo ich jetzt gleich ein bisschen tricksen werde, ist dieser Bereich hier. Ich werde das jetzt einfach mal als komplette Wand ziehen, weil wenn ich hier jetzt rumgehe, das reicht da nicht aus. Es ist zwar schade, aber man kann dann trotzdem einigermaßen spielen. Ich werde das hier dann so machen, dass ich da ein bisschen schief laufe und dann kommt es besser hin. Das müsst ihr einfach mal schauen, wie das am besten für euch dann passt. Ich gehe jetzt auch mal hier so hinten so ein bisschen in die Ecke rein. So. Dann geht man da wieder hin. Ich hoffe, ich komme jetzt auch hin mit der Begrenzung, mit den Wänden. So. Na komm, machen wir einfach mal. Ihr könnt es genauer machen. Müsst ihr echt austesten, wie das dann bei euch hinhaut. So, ich gehe jetzt einfach mal hier hin, dann hat er auch den ganzen Raum schon gescannt. Ihr seht, ich kann jetzt hinten auch den Raum sehen. Und ja, das ist das Multi-Room-Setup. Das kann ich hier bestätigen. Und jetzt könnte ich die noch ein bisschen anpassen. Ich kann sie jetzt noch ein bisschen ziehen, wo es nicht ganz so passt. Schaut mal hier so. Da könnt ihr dann noch ein bisschen feinjustieren, wenn ihr irgendwas macht. Okay, das passt nicht so ganz. Hier ist es mir eh egal, weil da der große Schrank steht. Daher passt das eigentlich so einigermaßen. Ja, das Ganze macht man dann hier auf Weiter. Jetzt wird der Raum gespeichert. Und jetzt könnt ihr auch noch Möbel hinzufügen. Wenn ihr das wollt, Möbel hinzufügen. Es ist besser, wenn man es macht. Dann könnt ihr Mixed Reality an einen Tisch einfügen. Hier gehen wir jetzt hin. Ich möchte einen Tisch einfügen. Pass unten hier an der Ecke. Das will ich hier jetzt mitnehmen. So. So, und schon habe ich den Tisch gespeichert. Oder gescannt. Oder eingetragen, wie man es auch immer nennen möchte. Jetzt auch wirklich als Tisch, dass die Quest auch weiß, okay, das ist ein Tisch. Und die Dinger hier nehme ich eigentlich auch, also den Trockner hier, den nehme ich auch als Tisch. Und da werden dann bei Mixed Reality Anwendungen auch halt Sachen liegen. Ne? Das passt dann auch ganz gut. So, da ist das Menü. Ich habe es gerade gesucht. Tisch. Und wenn ihr jetzt andere Sachen habt, wie ein Regal oder sonst was, das könnt ihr dann halt auch einscannen. Den deklariere ich jetzt auch als Tisch, den kleinen Kühlschrank hier. So. Tisch, zack. Fertig. Und
Das könnt ihr halt mit allem machen. Ne? Ich könnte jetzt hier auch noch ein Regal oder sonst was deklarieren. Hier das Bild könnte ich jetzt auch noch mal einscannen hier, so zack. Und sage dann einfach, ich habe hier ein Wandbild. Und die kann man sich dann halt auch anzeigen lassen. Ich weiß nicht, ob das die Quest dann da was da drüber legt oder also auf jeden Fall kann man sowas dann anlegen. So, ja, das war's eigentlich. Aber ich hoffe, es war für euch selbsterklärend jetzt und ihr könnt mit dem Multi-Room-Setup mehr anfangen. Wie gesagt, ich bin echt an dem Punkt, ich hatte eine halbe Stunde oder so probiert und habe dann irgendwann rausgefunden, okay, man kann die eine Wand löschen. Und das war das, was mir wirklich fehlte. So, jetzt gehe ich einfach auf Abschließen. Und ja, schon haben wir das Multi-Room-Setup. Und ja, wenn auch Fragen sind, gerne unter die Kommentare. Und ich werde auch jetzt die nächsten Tage, wahrscheinlich morgen, auch noch ein Gameplay hier aufnehmen mit dem Multi-Room-Setup. Aber das war mir jetzt wichtig, den Leuten auch hier zu zeigen, wie das Multi-Room-Setup funktioniert. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich mega, 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 mega freuen, wenn ihr jetzt einen Abo-Button da oder auf dem Abo-Button drückt und ein Abo da lasst. Wäre echt nice. Und ja, ein Like natürlich raus. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.